Folge 199. Scheiße geschickt. Guten Tag. Schauen Sie doch alle bitte Twitch Clips Germany. Wenn Sie etwas Gutes tun möchten und eine Unterhaltung genießen möchten, dann werden Sie auch etwas erleben. Das ist mir sehr unangenehm, Chat. Eigentlich kann ich euch das nicht zeigen. Das ist wirklich unangenehm. Da war ich so 13, 14. Da war ich in meiner Fußball-Hochzeit- und Ausprobierphase. Und damals mit perfekten Augenbrauen. Haltet euch fest, Chat. Festhalten. Ihr dürft gerne lachen. Das können wir bitte übersehen. Das sind ja Memes! Wunderschön. Ihr dürft gerne lachen. Wunderschön, wunderschön. Was können wir bitte über trägerlose BHs sprechen? Wie klebe BHs? Wie könnt ihr die halten? Fallen die, machen die nicht plopp, plopp? Irgendwann? Wie? Einmal an alle Frauen da draußen. Kann mir bitte einer erklären, was der Trick daran ist, nicht wahnsinnig zu werden, weil ihr ständig das Gefühl habt, dass dieser Klebe-BH die ganze Zeit plopp, 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 plopp. Stellen Sie mal vor, es ist ein Wasser. Einfach mal ins Wasser. Ah, da hat Katja nicht unrecht. Blub, blub. Okay, Sir. Und nun sagen Sie mir, was Sie sehen dort. Was sehen Sie? Oh Gott, er schmeißt sie jetzt ins Wasser. Freiheit, genau so ist es. Mr. Kopf. Diese beschissenen Arschlöcher, wirklich, die Schnauze so voll. Das ändert sich hier nicht. Ich dachte, der macht jetzt den Sparta. Weißt du, wie ich das machen soll? Okay, weiß ich. Seid ihr da? Und Frage, könnt ihr mich zum Hotel zurückguiden? Kacke, ich weiß nicht, wie das Hotel heißt. Oh. Ich weiß nicht, wie das Hotel heißt, zu dem ich muss. Ich hab vergessen, wie das Hotel heißt, zu dem ich zurück muss. Ha. Really lost in Japan. Bist du hier? Ja. Alter, was ist denn mit dem Spiel los? Das reagiert auf einen Baum. Der Vogel ist auf meiner Hand gelandet. Ach, wie süß. Kann ich den jetzt umbringen? Das ist eine Twitch-Cap. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich gerade bei meinem Mikrofon entschuldigt. Ja. Nur wegen diesem Scheißgeld wollte ich jetzt unbedingt hierher. Na, ich sag's, wie es ist, Leute. Läuft der da rein? LOL! Du Dummkopf! Oh, Scheiße. So, und schon haben wir den Japaner uns entdeckt. Oh, wir können diesen Brokkoli auseinandernehmen. Ich sage euch wie, ja? Es ist wichtig, dass ihr sanft über diese Seite hier geht. Ja, okay. Ja, ist okay. Wichtig. Wichtig, dass ihr hier, ihr wollt diese ganz kleinen, feinen Dinger. Die wehren sich ja gar nicht. Oh nein, da kommen schon wieder die Gegner. Hoppelhase. Nein, Hoppelhase, nein! Hoppel, ja, Häschen, jetzt hört auf mir, mein... Mr. Eichhorn, hör auf jetzt! Bitte, ich brauch die Verteidigung! Regelwerk, du... Spazieren gehen? In meinem Haus! Ja. Guck dich von oben bis unten an. Warte nicht auch in meinem Haus? Nee. Warum nicht? Wo wohnst du? Da hinten. Wo? Na da. Er dreht sich um. Ich bin weg. Ach so, funktioniert das. Leute, guck mal da oben. Hä? Da ist eine Waffe, die fliegt unsichtbar rum. Sonntagnacht um 12, ich bin ja, ne? Später Vogel,
Später eine Eule. Eine späte Eule, wie nennt man es? So ein Nachtmensch. Nachtfrosch? Nein. Würdet ihr mich trotzdem mögen, wenn ich ein Wurm wäre? Wie heißt es? Und hallo, Maestro. Nachtmensch, Nachteule. Alter! Das Ding, okay, das dicke Ceiling-Level von Nightingale kommt da so immer ganz spät in der. Alter! Der Shoutout-Room in Level 1 war von. Ober. Seht ihr das Feuer? Hilfe! Feuer! Feuer! Da hilft bestimmt auspusten. Das ist halt wirklich frech, dass du da nicht gestorben bist. Und Loki lebt noch, das ist ein gutes Zeichen. Ich würde es anders. Ich würde es komisch finden, wenn es anders wäre. Oh, guck mal, wir können, glaube ich, hier aufs Blatt springen. Oder auch nicht. Nein, können wir nicht. Ich habe mein Mikro angemalt. Es ist nichts passiert. Hat euch jemand Scheiße geschickt? Nein, Spaß, keine Ahnung. Dann hat euch jemand Scheiße geschickt! What the fuck? Und dann steht auch noch in der Nachricht: Du bist zwar noch nicht ganz so groß wie Knossi, aber damit du dich schon mal so fühlst, hier eine kleine Überraschung. Oh mein Gott, nein. Da hat wirklich jemand Scheiße geschickt. Was für ein Scheißstream. Also, wegen der Scheiße eben gerade, ne? Also, nicht wegen Soda. Fuck. Wie soll ich da drüber kommen? Das Spiel wollte ich auch immer mal spielen. Oh. Sieht cool aus. Hier, das passiert, wenn man in einem Smart furzt. Oh. Wow. Das Hühnchen. Da ist einer mit. Das Hühnchen. Oh. Was fantastisch. Ja, was soll ich nicht, dass der hinter mir sitzt, so gobelt. Der Schmuggler, er ist drin. War das jetzt ein Maid? Das war jetzt ein Maid, ne? Oh, Scheiße. Die Granate gegen die Wand geworfen. Ich hab die wieder gegen die Wand geworfen! Ah. Aber der nächste ist auch gut, den wir haben. Da ist auch schon ein bisschen Luft drin, ne? Oh, oh. Oh Gott, das klappt gleich. Was war das, Junge? Ich hab nichts geändert. Tim, ich hab nichts geändert. Wirklich nicht. 10 Grad. Guck mal, was die hatten. Coca-Cola in Glasflaschen. Ja. Und guck mal, wie hässlich deren Wasserflasche ist. Hä, das sieht aus wie. Als ob das so. Essig! Das ist doch Essig, oder? Das ist doch kein Wasser, das ist doch Essig, oder? Drin wäre oder so. Du hast Essig gekauft. Das ist wieder so ein typischer Ronny Berger-Move. Guck mal, wie weird die Wasserflasche aussieht. Tafelessig. Ja, vielleicht hätte ich Eicheln und Pippi nicht in den gleichen Mund nehmen sollen. Das stimmt. In den gleichen Satz. Ich weiß es, aber ich weiß es nicht. Oh.
Esther! Ich weiß es, aber ich weiß es nicht. Esther Zimstern, 2023. Moment mal eben, oha. Die verwirrte Verwirrung der Verwirrung ist verwirrt. Dass sie verwirrt ist oder dass es verwirrend ist? Das verwirrt mich. Halleluja, Ellie. Oh, jetzt ist mir der Kaugummi mehr aufgefallen. Zeig mal die Verpackung. Ist sie von der Nunana? Die habe ich aus dem Internet. Also keine Ahnung, das sind so Dreierpackungen. Bienen Buselt heißen die. Kann sein, dass es die auch bei der Nunana gibt. Also einmal die. Upsi, upsi. Ich kann auch hinter den Schein einfach. Oh lol. Habt ihr den? Was macht Manzi? Was hast du den? Das sieht aus wie ein Blutungsunfall. Das sieht aus, als hätte man die Periodenklumpen. Guck mal, wie Periodenklumpen. Zeig das mal. Wie Periodenklumpen. Ja! Periodenklumpen. Mir heute einen super leckeren Cousin. Nein, Couscous. Da kannst du natürlich auch gerne mitkommen. Also ich würde gegen Matteo spielen, aber wenn wir zum Beispiel ein spontanes 2v2 machen wollen, da findet sich bestimmt noch plus eins. Ich könnte ja als Handicap mit Matteo spielen. Der braucht kein Handicap, der ist eh schon schlecht. Schatz feiert. Das sieht ein bisschen wild aus. Ich glaube, das sind tatsächlich irgendwie sowas wie getrocknete Salmonellen drin oder so. Ich meine Sardellen. Ich habe wirklich eine frohe Natur. Vorsicht, da sitzt eine Katze. Hallo. Hallo. Ich bin Elvira. Wie kannst du so ernst bleiben? Oh mein Gott! Wie meinst du das denn? Ich bin eine frohe Natur. Au, Hur. Da springt auf jeden Fall einer. Ja, aber war Spaß, ich will. Oh, was hast du gefunden, mein kleiner Schatz? Ich liebe diesen Hund. Wenigstens ist die Laune jetzt. Not a good boy. Bei Hangry, müde und Hangry, das geht nicht. Alter! Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse es. Mach doch einfach gleichmäßig. Was ist dein Problem? Real Talk? Wir haben beschossen. Oh. Ja. Ich geh nach unten. Ach, die treffen nix. Die haben aber getroffen. Na, die treffen nix. Okay, easy, guck mal, ich stell mich hier hin, passiert nichts. Die treffen nix. Tschüss, Kanone. Sie haben getroffen. Sie haben zweimal getroffen. Ja, aber der Rest trifft nicht. Guck mal. Die treffen nicht. Doch. Ich fürchte. Okay, let's go. Oh, ein Hype Train, Chat. Oh mein Gott, ein Hype Train. Habe ich was gekauft? Also, ich habe heute. Ich habe eigentlich am Wochenende ein paar Sachen geplant für mich so. Katze! Ja, geh da rüber. Katze. Gut, dann warte, ich gebe die Eier. Doch nee, leider ist deins kaputt. Da hat jemand seine Eier nicht unter Kontrolle. Ja, doch nicht mehr jetzt, ne? Wir haben keine noch zwei. Mehr. Pass drauf auf. Was mit den Stühlen? Haunted Mansion oder was?
What's happening? Der Stuhl beißt in den Tisch. Aus! Aus! Besser Stuhl! Aus jetzt! Auf den Tisch zu beißen! Aber war cool. Ist ein sehr, sehr cooles Ding, so ein privates Ordensinn. Ja. Oh, da war ich noch kurz dabei, dann musste ich aber den Fernseher ausmachen. Erzähl wieder unsere Nacktheitsgeschichte. Sonja weiß nicht, dass ich in das Wasser gepinkelt habe. Grinst nicht so dumm! Grinst nicht so dumm! Doch das Wasser abfüllen sollen, verkaufen sollen. Stopp jetzt. Oh nein. Oh, der hat Bibel. Er steht mit dem Ständer vor der Bibel. Oh mein Gott, stimmt. Oh Gott. Auch okay. Oh, nicht. Das, oh, Triple 16. Triple 16. Millimeter. Oh mein Gott, du bist gibt's nicht. So, weiter. Mach jetzt 16, dann sind wir fertig hier. Ich muss schlafen. Mach mal. Leibwand. Reicht auch langsam, ne? Das ist bei uns, das ist Österreich. Check this out. Checking the. Oh, das ist Triple 16! Das ist too Karma much. Einfach. Karma einfach. Das zweite Mal Karma einfach. Das war zu viel, Euda. Oh mein Gott, was gibt's ich? Nicht? Es gibt Triple 16, komm. Was braucht er? Was braucht Check er? This out. 29. Mädchen fährt, Stein liegt, Mädchen sieht, Mädchen sieht, Stein kommt nach, Stein kommt nach, Hänger springt, Hänger springt, Mädchen schreit, Asphalt. Miam, miam. Mädchen schreit. Asphalt frisst. Miam, miam. Miam, 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 miam. Asphalt frisst. Miam, 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 miam. Böser Stein. Dam, dam. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land. Ich war einmal im Mielental, da kam so ein Bandit. Der wollte meine Schätze klauen, da machte ich nicht mit. Ich hau ihm auf die Schnauze und da war er auch schon platt. Er stand auf, sah mich an und hat gefragt, wie geht das denn? Ich musste nur den Knüppel durch die Fratze ziehen und volles Pfund aufs Maul hauen, wenn sie wieder stehen. Dann hab ich ihn beklaut und dann stand er nicht mehr auf. Ganz so einfach sieht die Sache eben aus. Ich habe mal bei TikTok von einem Urologen gehört, dass wenn man zwischen Hoden und After am richtigen Punkt drückt, warum man einen Tropfen warum Orgasmus haben kann. Nani! Es muss das hier sein.
Star Wars Musik. Soll ich die Musik ein bisschen lauter machen, Chat? Was sagt ihr? Nein. Wenn es mal schnell gehen muss oder so zwischendurch, kaufe ich auch mal so einen kleinen Becher Pellkartoffelsalat. Aber wie gesagt, nee. Muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. War Anne schon immer so unartig wie heute? Nein. Nein, sie war ein ganz entzückendes, liebes Kind. Da hat sie mich geheiratet. Möchtest du sagen, dass ich unartig bin? Ja. Du siehst ja geil aus. Oh. No! Unartig. Oh no, es war ein Unpack. Oh nein. Okay, ich sehe doch nicht so gut aus. Ich bin gespannt, ob irgendjemand von euch Geschichte nimmt. Es nimmt nie irgendjemand Geschichte. Alexa. 1, 2, 3, 4. Wo ist die 5? Die beste Zahl fehlt. Red! Mann, ich kann es nicht mehr mit dir, Red. Ach so, ah, das ist extra. Das ist halt auch nicht getan. Ab 44 sagen wir halt, okay, das ist jetzt. Lull. Weil du sonst irgendeinen Penner hörst, der dir ins Ohr stöhnt, gerade bei COD. Oh, dann hörst du dann immer den hier. Okay. Und das, oder eher so. Das ist ein COD-Spiel zu. That's true. Voice Chat nicht ausmachst. Ja. Ups. Are you here? Hallöchen. Ja, bitte, was wollen Sie denn? Passierschein 3B, bitte. Passierschein 3B. Oh Gott. Chef sagt es nicht. Was soll ich mit. Nami! Buktuli ist actually irgendwo an der Nordsee. Wie gut das ist, weißt du, na! Wie gut das ist! Schon 3B, bitte. Passierschein 3B. Chef sagt es nicht. Weißt du eigentlich, wo Timbuktu liegt? Ist actually irgendwo an der Nordsee. Was? Ist fünfmal, sechsmal. Timdorf, meinst du? Timbuktu. Hä? Was sucht sie? Ach, oh. Oh. Leute, ich habe ja die Ohren die ganze Zeit an. Ah. Was gehört zu dir? Hier ist mein Aufgehört. Und das moderne Herz. Das moderne schaffe ich nicht. Das moderne schaffe ich nicht. Okay, zwei schöne moderne, ja, und einen Krüppel. Ein bisschen Nolan, Honoka, Missy. Es. Räume die Minen, ohne das Schiff zu zerstören. Oh nein! Oh. Ich glaube, das Schiff ist kaputt. Nein, das war doch nur Spaß. Ich mein's ernst, er hat einen süßen Arsch. Oh. Er gerade hier neben mir. Ich weiß, Mann, ich will dein Leben hier. Yeah, auf Twitch hier live. Digga, Mann, ich bin doch grad bereit. Und du weißt Bescheid, wenn ich Brawler-Lines. Check, Mann, es ist die Zeit. Okay, ich stelle mir da ein, okay? Oh, okay. Okay, let's go, Hey, yo, das Stichwort ist Zuckerwatte. Du nennst mich Betrüger, ich bin der deine Mutter hatte. Bitte schaut euch sein Gesicht an, wenn Adam rappt. Jo, kein Spaß, kleiner Spaß. Schade, ich hätte das doch so gerne weitergeguckt. Was ist der Unterschied zwischen Jesus und einem Bild von Jesus? Bei dem Bild braucht man nur einen Nagel zum Aufhängen. Let's go! Alles ist gut? Also noch nichts. Das ist auch noch zu.
Pfui. War eine feine Folge. Feine Folge. Feini.